Hallo und herzlich willkommen zu diesem Rhetorik-Live-Interview. Mein Name ist Felix Behm und heute geht es gar nicht so sehr um Rhetorik im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr um Magie. Und Magie auf der Bühne, da freue ich mich mega drauf, was uns da gleich erwartet. Das ist nämlich ein ganz besonderes Element einer guten Performance, die man auf der Bühne beispielsweise mit Zaubertricks und mit Zaubertricks verfeinern kann. Und dazu wird uns unser heutiger Gast Gerd Schilling einiges erzählen, auch Anleitungen geben, sodass wir selber bald zum Magier, zum Zauberkünstler auf der Bühne werden. Und jetzt kommt die offizielle Anmoderation von Gerd Schilling. Er ist Diplom-Berufspädagoge, hat außerdem Weiterbildungsmanagement studiert und hat außerdem auch noch eine Ausbildung zum Moderator, Trainer und Auditor. Also das ist mega viel, was du da an Fortbild und Ausbildung mitbringst. Außerdem ist er Lehrbeauftragter der Technischen Universität Berlin und der Universität in Bielefeld, hat einen eigenen Verlag und ist Autor zahlreicher Bücher. Ich persönlich kenne ihn vom Trainerkongress, der jährlich in Berlin, oder ist jedes Jahr in Berlin eigentlich, stattfindet. Eigentlich deshalb, weil dieses Jahr war er online und ich habe teilgenommen. Er war mega professionell aufgezogen. Die Durchführung war der Hammer und ich habe zum ersten Mal gesehen, was online eigentlich alles möglich ist, was ich vorher nicht unbedingt für möglich gehalten habe. Ganz besonders haben wir dabei aber auch die Zaubertricks gefallen oder den Zaubertrick, den du vorgeführt hast. Und über diesen und allgemein über das Thema werden wir jetzt heute sprechen. Also herzlich willkommen, Gerd. Danke, Felix, danke. Ja, und ich weiß ja selber noch nicht ganz genau, was mich heute erwartet. Das heißt, Es bleibt auch für mich spannend. Aber zuvor ein paar Fragen an dich. Und die erste ist ja, wie kommst du denn als Trainer und Moderator zum Thema Zaubertricks auf der Bühne? Ja, ich, also hobbymäßig als Kind habe ich dann mal angefangen mit den Zauberkunststücken und dann ist die Idee mal entstanden, das mit ins Seminar zu nehmen und mit einem visuellen Effekt eine Botschaft oder einen Inhalt zu verknüpfen. Und das ist dann ganz gut angekommen und daraus ist dann so die Idee, ich nenne es immer ganz gerne didaktische Zauberkunst entstanden. Also mit einem Effekt, den ein oder anderen Inhalt, die ein oder andere Botschaft, ich sage mal so, an der Amygdala vorbeizuschmuggeln, um ihn dann im Langzeitgedächtnis zu verankern. Ah, okay, das heißt, es hat eben doch mehr mit Rhetorik zu tun, als ich vorher gesagt. Umso besser natürlich für alle. Und die Frage, die ich mir immer stelle, weil das ja wahrscheinlich kaum einer erwartet, dass du als Trainer jetzt plötzlich mit einem Zaubertrick ankommst. Wie ist denn die Reaktion in der Regel von den Teilnehmern, die dann zusammen mit dir einen Zaubertrick machen oder du was vorführst? Was hast du da so für Erfahrungen gemacht? Ja, also ich trete ja nicht als Zauberer auf, ne? Also ich bin ja auch kein Zauberer, sondern ich bin ja ein Seminarleiter, Speaker, der halt so ein visuelles Element, nenne ich es halt häufiger, so einen visuellen Effekt mit einbaue. Und die Erfahrung ist, dass das immer ganz gut ankommt und ich tue das ja auch sehr reduziert einsetzen. Also ich sage mal ganz gerne, also ich brauche auch noch eine Botschaft, ich brauche noch einen Inhalt. Also mit dem Zauberkunststück rette ich nicht meinen Vortrag oder rette ich nicht mein Seminar. Also ein bisschen Content wäre auch schon noch ganz nett, ne? Und ich nutze dann halt also ein Element, um eine Sache zu verstärken. Also genauso wie man vielleicht Storytelling einsetzt oder eine Auflockerungsaktion oder eine Bewegungsübung, nutze ich dann halt auch mal so ein visuelles Zauberkunststück dafür. Wir werden ja gleich ein paar machen und da werden wir sehen, dass der Effekt die eine Seite ist und die Geschichte, die ich dazu, also diese Metapher, also mit welcher Metapher ich das dann verbinde, die andere Seite. Ja, definitiv, aber es ist jetzt schon mal mega wichtig zu wissen, warum überhaupt Zaubertricks auf der Bühne oder eben Effekte zeigen. Was steckt dahinter? Du hast jetzt gerade gesagt, eben eine Botschaft, die vermittelt werden kann, aber auch die Möglichkeit zu einer Auflockerung. Mhm. Zur Frage, wann wir denn solche Effekte einsetzen am besten? Gibt es da
Oder machst du dir dann einen konkreten Plan, eher am Anfang oder auch in der Mitte oder auch zum Schluss einer Veranstaltung? Wann ist das sinnvoll? Ach, das will ich gar nicht so festlegen, weil das hängt so ein bisschen von der didaktischen Dramaturgie ab, die ich habe, ne? Also um jetzt mal ein paar Fachbegriffe reinzugeben, ne, gehe ich eher deduktiv oder eher induktiv an meinen Vortrag ran, also eher vom Beispiel zum Allgemeinen oder vom Allgemeinen zum Beispiel. Und je nachdem gucke ich dann, wie das dann reinpasst. Ich gucke auch immer, was habe ich für einen Effekt, ne? Was steckt da an Themen drinne und passt das zu dem, was ich vermitteln will oder was ich darstellen will, also welche die Botschaft, die ich vermitteln will. Und wenn das nicht passt, dann mache ich das auch nicht. Also ich muss es ja nicht machen, ne? Also ich muss ja kein Zauberkunststück zeigen, ne? Sondern es muss halt wirklich, also die Passung muss da sein. Ja. Ich selber habe es noch nie gemacht. Ich denke jetzt auch gerade an die Zielgruppe, die vielleicht auch noch nicht so mega erfahren auf der Bühne ist und auch nicht so viele Fort- und Ausbildungen mit wie du hast und sich die Frage stellt, oh Gott, wenn ich eh schon einigermaßen aufgeregt bin, Zaubertricks dann und dann noch zu meinem Thema, das ist ja bei jedem anderes Thema, passt das überhaupt? Ist das das Richtige? Vielleicht deshalb die Frage an der Stelle, gibt es da irgendwie Übungen, Bücher, vielleicht hast du sogar eins geschrieben für Einsteiger, wo ich schauen kann, ja, das könnte ich mir vorstellen oder vielleicht auch eher nicht. Ja, also man muss erstmal generell so eine gewisse Affinität dazu haben, also habe ich da Lust drauf, ne? Dann muss man auch relativ sicher auch sein, also in der Durchführung dann, weil so ein Zauberkunststück, braucht ja auch so ein bisschen motorische Geschichte, also ich muss ja irgendwas mit den Händen machen und in der Regel, und da darf man dann nicht mehr drüber nachdenken, also das muss automatisch laufen, weil damit ich dann meine Story dazu erzählen kann. Aber ich bin jetzt auch nicht der Fingerfertigkeits, also der irgendwie 2 Wochen im Urlaub dann immer nur einen Move übt oder sowas. Also das bin ich auch nicht, sondern ich, und der Effekt oder die Aufmerksamkeit, also der Grad der Aufmerksamkeit ist nicht von der Kompliziertheit des Zauberkunststücks abhängig. Das sagen auch alle professionellen Zauberkünstler. Also dass man manchmal mit den einfachsten Kunststücken die größten Effekte und die größte Aufmerksamkeit erzeugt. Und an den Sachen, wo man ewig umgeübt hat, ne, da sitzen dann alle da und denken irgendwie, ja, ganz nett, ne, aber der Zauber viel besser. Ne? Genau, ich schreibe mir nebenbei mal so ein paar Stichworte mit. Das war jetzt gerade so ein Stichwort, gerade der Komplexität. Man möge ja denken, okay, oh Gott, das muss so kompliziert sein, damit das gut ist. Aber auch hier, wie bei vielen anderen Dingen, hast du gerade gesagt, ist das nicht unbedingt die Voraussetzung. Ganz im Gegenteil, einfache Sachen können total perplex machen und genau die gleiche oder eine bessere Wirkung, vielleicht sogar mit weniger Aufwand erzielen. Ne? Ja, ich würde dir vorschlagen, wir machen gleich mal einen. Ja, unbedingt. Wir sind alle mega gespannt. Also lass uns doch gerne anfangen mit dem ersten. Ja, gut. Ich zeige den erstmal und dann machen wir den gemeinsam. Ich habe hier eine Karte mitgebracht und dort ist ein Karo abgebildet. Und die Geschichte zu dieser Karte lautet wie folgt. Wenn meine Freundin fragt, hast du mal eine Minute Zeit, meint sie eigentlich 4. Ich denke, es dauert 3 Minuten. Letztendlich brauchen wir 6 Minuten. Also aufgepasst, wenn meine Freundin fragt, hast du mal eine Minute Zeit? Das ist der Effekt und die Geschichte dazu. Und mein Vorschlag wäre, lieber Felix, wir machen das mal gemeinsam, weil man da sehr schön sieht, also die Geschichte und die Motorik, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, aber ein bisschen was braucht man schon zum Lernen. Ich hab dir vorab nicht diese Karte zugeschickt, sondern so eine Ausdruckversion. Ich zeige das hier mal. Also normalerweise ist das eine Karte und auf dieser Karte ist einmal auf der einen Seite das abgebildet und auf der anderen Seite das abgebildet. Und um diesen Effekt zu erzeugen, dass halt mal ein Karo, mal 3 Karo, mal 6 Karos abzusehen sind, in Anführungsstrichen, dazu braucht es halt eine gewisse Drehablauf dieser Karte. Und wir basteln erstmal diese Karte, weil ich dir die nicht zumailen konnte, habe ich dir so einen Ausdruckbogen zugeschickt und daraus basteln wir jetzt mal so eine Karte. Du bist, halt nochmal den Zettel hoch, damit beweist, dass du den auch hast. Ja, super, genau.
Ich gehe jetzt mal auf meine zweite Kamera, weil wir müssen diesen Bogen in einer bestimmten Art und Weise falten. Ja. So. Jetzt müsste hier der Bogen zu sehen sein. Ja, warte. Der ist zu sehen, ja. Ja, über die Bildschirmteilung. Ich gehe jetzt hier mal aus diesem Video raus. Meine Hände sind schon hier. Und du machst einfach mit. Halt den Bogen mal so, dass hier oben einmal dieses, andersrum, den Bogen mal so, dass, genau, einmal in der Mitte falten. Ja. Dann nochmal falten. Und zwar so, dass jetzt hier zu sehen ist, einmal dieses Zweier- und einmal diese Fünfer-Kombination. Ja. Mhm. Ja. Und das Ganze dann nochmal falten. Und dann müsste so eine Karte bei dir entstanden sein, die so eine Spielkartengröße ungefähr hat. Genau, auf der einen Seite sind die fünf, auf der anderen die zwei, richtig? Genau. Ja. Ja. Vielleicht zwischendurch für alle, die jetzt sagen, oh, da würde ich gerne mitmachen. Ja. Jeder kann dir, und ich habe die Mailadresse in der Beschreibung drin, dir eine Mail schreiben, dann bekommt ihr diesen Bogen, kannst nochmal nachschauen und dann mitmachen. Ja, also wer mir eine Mail schreibt und seine Postadresse dazu schreibt, der kriegt sogar diese Karte. Ne? Also er muss dann gar nicht mehr falten, sondern ich schicke ihm oder ihr diese Karte zu. Ne? Wunderbar. In real. Perfekt. Gut. Okay. Also auf der einen Seite, los geht es mit der linken Hand, dass du die Karte so hältst, dass du das untere Karo mit den zwei Fingern abdeckst. Ja. Mit der anderen Hand machen wir mal wie so die Ente, die Schattenspielente. Hm? Okay. Ich weiß nicht, ob du die kennst aus deiner Kindheit, ob man das noch macht, Schattenspiele. Ja, sag mir auf jeden Fall was. Okay. Jetzt greifst du die Karte so, dass du auf deine eigenen Fingernägel schaust von diesen beiden Fingern und greifst die Karte so, dass du das eine Karo abdeckst, was in der Mitte ist. Also aus deiner Sicht müsste das so aussehen. Ja, korrekt, genau. Voll korrekt. Ja. Ne? Und du drehst die Karte auf dieser Drehachse nach vorne und zeigst die vier. Ja. Ja. Dann greifst du mit der linken Hand und zwar so, dass die Finger nach oben zeigen und hältst auf die eigenen Fingernägel schauen und deckst das untere leere Feld ab. Also aus deiner Sicht so. Ja, sehr gut. Ne? Und drehst die Karte nach vorne. Und jetzt wird eine optische 3 erzeugt. Also natürlich ist es keine 3, aber 84,5% der Menschen vervollständigen das zu einer 3, weil es so ein bekanntes Bild ist. Und wenn ich in dem Text noch die 3 dazu sage, verstärkt das auch nochmal den Effekt. Ne? Ja. Dann geht es wieder weiter mit der waagerechten Haltung. Mhm. Ja. Und ich greife auf das leere Feld und drehe nach vorne, mal sehen, ob das jetzt gleich bei dir so klappt, genau, und erzeuge die optische 6. Ne? Und die ist in der Regel noch stärker als die optische 3, also dass das zu so einer 6 vervollständigt wird. Und ganz schön ist es, am Ende nochmal wieder zurückzukommen zu der 1, also wieder die linke Hand nehmen, das untere Karo abzudecken, nach vorne zu drehen und die 1 zu zeigen. Genau. Und das machen wir jetzt nochmal im kompletten Ablauf. Ne? Also greifen, drehen, genau, die 4. Unten halten, genau. Also ja, sehr, sehr gut. Mhm. Genau. Nach vorne drehen die 3. Greifen auf das leere Feld, nach vorne drehen die 6. Greifen und nach vorne drehen die 1. Genau. Und das Schöne bei diesem Effekt ist, dass ich immer die gleiche Bewegung mache. Ne? Ich mache ja nie eine andere Bewegung und erzeuge halt durch dieses Umgreifen immer einen anderen visuellen Effekt für die Teilnehmenden. Und das Entscheidende ist halt, dass ich halt jetzt eine Geschichte dazu erzähle, wo diese Zahlen auch vorkommen, um das nochmal zu verstärken. Also beispielsweise, wenn ein Speaker 4 Aspekte präsentiert und davon 3 von den Teilnehmern verstanden werden, können daraus 6 verschiedene Veränderungen entstehen. Also engagiert den einmaligen Speaker. Ne? Mega. Also wenn ich eine Botschaft habe, wo halt diese Zahlen vorkommen, kann ich das nochmal verstärken. Und wenn ich jetzt auf der Bühne bin, dann gibt es das Ganze nochmal, ich gehe immer einen Schritt zurück, ne? Also auch nochmal so als große Vorführversion, also gleicher Effekt 1, 4, 3, 6, 1. Voilà. Und
Das erfordert jetzt schon eine gewisse, in Anführungsstrichen, Fingerfertigkeit, ne? Aber die ist überschaubar. Aber ich muss mir das halt, bevor ich jetzt mich auf die Bühne stelle und das vor 300 Leuten mache oder auch im Seminar mit 5 Leuten, ne, muss ich das vom Ablauf her so drauf haben, dass ich nicht hier vorne stehe und sage irgendwie, hä, wie war das jetzt? Wie greife ich das jetzt nochmal, ne? Also da müssen die Leiterbahnen schon gefräst sein für diesen motorischen Ablauf und dann kann ich das auch machen. Aber es ist machbar und wenn man weiß, wie es geht, genau. Gar nicht mehr so kompliziert wie bei den meisten Tricks wahrscheinlich und besonders, das muss ich mir auch nochmal anschauen nachher, wenn du die passende Botschaft dazu hast, fantastisch. Hm? Vielen Dank für diesen Trick schon mal. Ja. Ja. Genau, wolltest du dazu noch was sagen, sonst bin ich ja schon mega gespannt, was gleich als nächstes kommt. Ja, gut. Nee, das ist erstmal, ups, ja. Hier Röhrling. So. Fantastisch. Ja. Also wie gesagt, wer so eine Karte haben will oder auch wenn ihr mir eine Mail schreibt, ich hätte gern irgendwie 10, ich würde das gerne mit meinen Teilnehmern machen, soll mir eine Mail schreiben und dann finden wir da einen Weg. Genau, also wie gesagt, das habe ich in der Beschreibung auch drin. Sollte es doch noch Nachfragen dazu geben an die zuschauen, schreibt das, wie gesagt, gerne in die Kommentare darunter. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also, es gibt auch ein YouTube-Video, wo ich das nochmal erkläre. Das ist aber nicht öffentlich, also da muss man mich auch anhauen und sagen, ich hätte gerne den Link zu dem Video, wo ich das nochmal erkläre und auch mit Beispielen, in welchem Zusammenhang dass man das einsetzen kann, also was für eine Story man dazu erzählen könnte. Okay, bereit für den zweiten Effekt? Unbedingt. Okay. So, ich schalte nochmal auf meine zweite Kamera. Okay. Ja. Okay. Und wir führen jetzt mal einen kleinen Dialog, lieber Felix. Ne? Ja, trink noch vorher einen Schluck. Bereit. Wir haben uns ja eben, also bevor das Ganze losgeht, haben wir uns ja noch ein bisschen unterhalten und da hast du ja erzählt, dass du auch gerade auch viel zu tun hast und Dinge reinkommen und sich verändern und die Arbeitszeit immer gut gefüllt ist. Und ich gehe jetzt hier mal so ein bisschen raus aus dem Video und meine Hände sind schon hier. Und dieses Dreieck, was hier eingeblendet ist, das stellt deine Arbeitszeit zur Verfügung. Das stellt deine Arbeitszeit dar, die du zur Verfügung hast. Und jetzt hast du verschiedene Projekte und deine Arbeitszeit füllt sich. Und da du ja immer gut planst, bist du auch hier gut ausgelastet. Ja. So, jetzt gibt's aber den Effekt. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder ich bin ziemlich sicher, dass du den kennst. Und zwar, dass vielleicht die ein oder andere Aufgabe plötzlich dazukommt. Ne? Und jetzt kämpfen vielleicht so 2 innere Stimmen in dir. Ne? Also was jetzt mit dieser Aufgabe hier passieren soll. Kannst du mal so eine Stimme nennen, die so vielleicht jetzt rufen könnte? Was ruft die denn? Ja, also eine Stimme ist, da muss jetzt auch noch irgendwie in den Tag passen. Ja. Die andere ist, irgendwas anderes muss dafür rausfliegen. Ne? Ja. Oder hier wird Freizeit geopfert, ne? Sagt genau. Die eine Stimme. Ja. Ne? Ja, was sagt die andere dann? Die andere sagt, als Selbstständiger muss die Freizeit auch geopfert werden. Muss die geopfert werden. Oh Gott. Ja. Und ich werde jetzt diese zusätzliche Aufgabe lässig in deine Arbeitszeit unterbringen, ohne dass du Freizeit opfern musst und ohne dass ein anderes Projekt den Kürzeren zieht. Ja. Okay? Ja. Bereit? Bereit. Okay. Voilà. Voilà, ja.
Und schon bringst du alles unter und brauchst keine Freizeit zu opfern, weil das ist nämlich auch ganz wichtig, ne? Leistungsfähig zu halten und nicht alles immer in den Tag zu packen. Genau. Fantastisch. Ja, wäre ich so nicht drauf gekommen. Ja. Ich gehe mal wieder raus aus der Bildschirmteilung. Ja. So. Wo und wie siehst du für diesen visuellen Effekt denn Einsatzmöglichkeiten? Wo setzt du es ein beispielsweise? Ja. Also ich setze es ein zum Beispiel bei allen Themen, wo es um so Geschichten geht wie Prioritäten setzen, sich einzuteilen, Schwerpunkte zu setzen. Also ich mache es meistens so, dass ich dann sage, hier, ich bringe das unter, ne? Aber ich habe auch so ein bisschen magische Fähigkeiten. In der Realität geht das nicht. In der Realität musst du Prioritäten setzen, weil das ist ja das Grundprinzip bei Prioritäten setzen, dass ich tatsächlich dann Sachen weglasse. Ne? Also ich sage, also ich muss hier nichts weglassen. Ich kriege das unter, aber du wirst es nicht unterkriegen. Ne? Also entweder opferst du deine Freizeit oder opferst eine andere Aufgabe. Ne? Also je nachdem. Ne? Aber sei es dir bewusst. Ne? Also wie gesagt, das ist jetzt... Und wenn man das jetzt so als Botschaft hat, wie gesagt, da rettet man nicht den Vortrag mit, wie ich immer so schön sage, ne, sondern aber das kann halt so ein Aufhänger sein. Ne? Und wenn ich das den Teilnehmern dann auch noch so mitgeben kann, dass sie das dann selber nachvollziehen oder mit nach Hause, dann habe ich auch eine sehr starke Transfergeschichte, dass ich dann sage, hier, du kannst das dann zu Hause auch selber mal ausprobieren, schneide das aus, ne? Und auf der Rückseite sind diese beiden Positionen, wo es einmal passt und wo es einmal passt und wo es einmal nicht passt, ne? Und dann können die das halt, dann zeigen die es in ihrem Büro oder ihrer Familie, ne? An was will ich mehr? Ne? Also, ne? Und erzählen vielleicht die Botschaft dazu. Definitiv. Wie du sagst, ich sehe das völlig auch so. Es rettet vielleicht jetzt nicht einen Vortrag oder ein Seminar, aber es unterstützt auf eine andere Art und Weise, wie beispielsweise eine Geschichte oder sonstige Elemente oder Handwerkszeuge, mal ganz anders. Mhm. Etwas, was die Zuschauer wahrscheinlich so, also mindestens geht es mir so, noch nie gesehen haben. Super. Ja. Also vielleicht nochmal so ein Beispiel, also was die Geschichte ausmacht zu dem Effekt. Ich blende nochmal ganz kurz auf das, was wir eben gerade hatten. Gerne. Also ich habe eben die Geschichte erzählt dazu, also deine Aufgaben, es kommt eine Aufgabe dazu. Und das ist ja die Metapher. Also ich belege diese Objekte, das sind alles einzelne Aufgaben. Und dann und das Dreieck ist die Arbeitszeit. Und ich könnte jetzt auch eine andere Geschichte erzählen, dass ich sage, es gibt einen Chef oder eine Chefin, die vergibt an ihr Team eine Projektarbeit. Und das Dreieck stellt die Projektarbeit dar, die erledigt werden soll. Und sobald ich das sage, ist das Dreieck, also habe ich das Dreieck mit der Metapher Projektarbeit aufgeladen. Und die Mitarbeiter tun unterschiedlich, mit unterschiedlicher Gewichtung das Projekt erledigen. Ja. Und jetzt sind diese Dreiecke die unterschiedlichen Mitarbeiter. Und dann frage ich oder könnte ich fragen, dass ich sage, ja, aber es gibt auch so einen Führungsstil oder es gibt so Chef oder Chefin, die können nicht so ganz an ihre Mitarbeiter delegieren. Die müssen sich da immer wieder reinhängen, ne? Und können sich nicht so komplett daraus halten, haben also nicht so das richtige Vertrauen. Und dann frage ich, also je nachdem, wie groß die Gruppe ist, dann frage ich, ja, wo ist denn hier der Chef oder die Chefin? Ne? Und das ist halt das orange Viereck, ne? Das ist der Anteil des Chefs, ne? Und dann sage ich, jetzt gucken wir mal, ob die das nicht auch ohne den hinkriegen. Also das kommt jetzt das komplette Projekt erledigen. Ne? Mhm. Und dann strukturiere ich das um. Ne? Und dann schaffen das die Mitarbeiter, das komplette Projekt halt auch ohne. Ne? Also ich habe es jetzt praktisch umgedreht, ne? Geht beides, aber das Entscheidende ist halt die Story. Ne? Also du merkst eine ganz andere Story, ne? Aber der gleiche Effekt. Ja, wie gesagt. Also der Effekt ist die eine Seite und die Geschichte, die ich dazu erzähle, das ist im Grunde genommen, das ist die kreative Arbeit, die ich da leiste. Ne? Genau, ja, variabel einsetzbar und wie ich gesehen habe, das Ganze gibt es ja bei dir im Verlag dann auch zu kaufen, so als einzelne Bestandteile. Genau. Also ich habe es, also das, das gibt es auch als PowerPoint, wenn man ein größeres Publikum hat. Aber ich habe, also wenn ich ein größeres Publikum habe, führe ich es immer ganz gerne so tatsächlich als Objekt vor, also nicht als PowerPoint, sondern habe dann auch eher so eine Kamera, die dann über PowerPoint das auf die Leinwand projiziert, ne?
weil es dann, also ich finde es dann irgendwie sinnlicher, ne, als wenn ich es jetzt nur in PowerPoint zeige. Ja, ja, klasse, mega. Schon mal zwei Effekte, zwei Tricks, die man, ja, ich würde mal sagen, bei sehr vielen Gelegenheiten und in Einsatzbereichen integrieren kann. Du hast wunderbare Beispiele auch genannt, die ich fantastisch finde. Jetzt hast du gesagt, du hast zum Schluss unseres Interviews noch eine Sache vorbereitet, die mit Karten zu tun hat. Genau, also ich möchte mit dir, Felix, noch ein kleines Kartenkunststück machen. Und dazu habe ich hier ein Kartenspiel. Ich blende das mal ein, da ist es. Genau. Ja. So. Und mit diesem Kartenspiel, also wichtig ist jetzt, dieses Kartenspiel nicht aus dem Auge zu lassen. Es bleibt jetzt die ganze Zeit hier in der Kamera, immer gut beobachten. Und mit diesem Kartenspiel machen wir gleich ein kleines Experiment. Klassisch ist ja bei einem Kartenkunststück, dass der Teilnehmer eine Karte zieht. Das ist ja so ein ganz klassischer Ablauf. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar überreiche ich dir gleich in digitaler Form dieses Kartenspiel. Nehm das hier mal. Gehe hier mal so Richtung Kamera und bitte dich halt mit deiner Hand auch mal Richtung Kamera zu gehen. Ja. Du musst wissen, wo deine Kamera ist. Und zack, ich übergebe dir das Kartenspiel mal und du hast das jetzt in deiner Hand. Okay. Also, unsichtbar digital. Ne? Also halt es immer weiter, halt es gut, ne? Dass man denkt, also wir würden hier irgendwas manipulieren oder tricksen, ne? Also immer gut sichtbar. Die Bitte an dich ist mal, dass du das Kartenspiel kurz durchmischst. Okay. Ja. Vorher aus der Packung nehmen ist ganz hilfreich. Also genau. Ja. Ich muss mal raus. Ja. Und dann mische ich das. Ah, okay, ja, sehr gut, ja. Gut, ne? Okay. Ja. Jetzt bitte, dass du es mal vor dir auffächerst, das Kartenspiel. Ja. Gut. Und dich für eine Karte entscheidest. Ne? Also die sagst du mir jetzt mal. Die Bitte ist, dass du nicht so eine klassische Karte irgendwie wie Herz, Dame oder sowas nimmst, ne? Sondern weil das wär zu einfach, ne? Sondern ruhig so ein bisschen was Ungewöhnliches, also dich für eine Karte entscheidest. Tu das mal. Sagen wir mal Kreuz 9. Kreuz 9, okay. Ja. Du suchst die. Ach, du hast sie schon gefunden? Ja. 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 Zieh sie mal heraus aus dem Kartenspiel. Genau. Ja. Sehr gut. Dreh sie um und mit der Bildseite von dir abgewandt, ne? Von der Bildseite abgewandt, also nicht auf den Kopf drehen, ne, sondern mit der Bildseite abgewandt wieder zurückstecken. Okay. Okay. Ja. Hm? Wieder zusammenfächern. Ja. Okay. Nochmal kurz durchmischen das Spiel. Ja. Ja, das sieht nach Hindu-Shuffle aus. Eine Mischart, ja, sehr gut. Vorstellungskraft. Ja. Das ist gerade so mitschnipplich. Zurück in die Packung, zurück in die Packung. Okay. Okay. Und mir das Spiel zurückgeben. Okay. Ja. Zack. So. Du hast die ganze Zeit das Spiel beobachtet? Ja. Ja. Sicher? Relativ. Gott. Ich hol mal das Kartenspiel heraus. Ja. Fächer das auf. Du hattest dich entschieden für die Kreuz 9 und hast die verkehrt herum hereingesteckt. Ne? Genau, genau. Und wie du siehst, ist auch hier eine Karte herumgedreht. Tatsächlich. Ja. Die holen wir uns jetzt mal raus. Und wenn das die Kreuz 9 wäre, das wäre schon der Hammer, ne? Das wäre unglaublich eigentlich. Unglaublich, ja. Genau. Ne? Und wir machen eine kleine Vereinbarung, und zwar mit deinen Zuschauern, ne, und deinen Zuhörern. Mhm. Und zwar, wenn das die Kreuz 9 ist, ne, dann ist der Job, deinen Kanal zu abonnieren. Ja, und unbedingt. Dich zu liken und dich mit bei Facebook zu verbinden, ne? Ja. Das ist der Deal, ne? Also das ist der Deal. Das ist der Deal, ne? Du musst jetzt bitte nochmal bestätigen, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Ja, auf keinen Fall. Nein, nein. Das wäre echt zu einfach, ne? Wir haben uns nicht abgesprochen. Ne? Also wenn es die Kreuz 9 sein sollte, dann deinen
Kanal liken, abonnieren und Facebooken. Ne? Ja, unbedingt. Ja, das geht natürlich auch, wenn es nicht die Kreuz 9 sein sollte. Aber natürlich. Jetzt ist die Kreuz 9. Ach, wie geil ist das? Oh, mir wird ganz warm. Ja, das ist. Ja. Dankeschön. Ich bin perplex, wie man sieht. Also, ja. Alles klar. Gibt es dazu noch was zu sagen? Die Abmoderation. Oh Gott. Also, lieber. Lieber Gerd, vielen, vielen Dank. Das war wirklich der Hammer. Ich bin mehr als sprachlos. Und ja, es sind mega tolle Sachen dabei gewesen. Du hast gezeigt, dass die Anmoderation von mir eigentlich gar nicht richtig war, weil ich gesagt habe, es hat weniger mit Rhetorik zu tun. Das stimmt aber so gar nicht. Also jeder, der erst jetzt zum Ende hin eingeschalten hat, der möge sich doch bitte nochmal das ganze Interview gerne anschauen. Auch hier steckt wieder unheimlich viel drin. Besonders tolle und schöne Beispiele von dir auch genannt, wo du was einsetzen kannst als Trainer, neuer, erfahrener, angehender Trainer oder auch Speaker. Und da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, auch danke fürs Zuschauen an die Zuschauer, die jetzt dabei waren, die es vielleicht aber auch später anschauen. Und schaltet gern beim nächsten Mal wieder ein. Ich habe gerade überlegt, was der nächste Termin ist. Das steht noch gar nicht ganz fest. Deswegen regelmäßig gerne auf Social Media schauen. Und ja, natürlich, lieber Gerd, vielen, vielen Dank an dich. Und wie immer, also auch in diesem Live-Interview, gehört das letzte Wort sehr gerne dir. Was möchtest du an unsere Zuschauer, wie gesagt, Trainer, Kollegen, vielleicht auch ein paar Speaker, die mit zuschauen, was willst du denen mitgeben zu diesem Thema oder ganz allgemein? Mhm. Seid kreativ und zauberhaft. Seid kreativ. Wunderbar. Und dann sei zum Schluss, das fällt mir jetzt gerade noch ein, doch noch erwähnt, habe ich in die Beschreibung mal auch mit reingenommen. Nächste Termine für die Online-Trainerkongresse, die ich unbedingt empfehlen möchte. Also an der Stelle, du hast es mir vorher gesagt, 25.08., 24.09., das alles unter trainer-kongress-berlin.de. Unbedingt da nochmal reinschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Danke Felix. Ja, ciao.